In Ghana sind zwei Männer am hochansteckenden Marburg-Fieber gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation hat die beiden Fälle der Viruserkrankung am 17. Juli bestätigt. Die beiden Patienten aus der südlichen Region Ashanti zeigten demnach Symptome wie Durchfall, Fieber, Schwindel und Erbrechen. Der erste Fall, ein 26-jähriger Mann, wurde am 26. Juni in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb am Folgetag. Zwei Tage später kam ein 51-Jähriger ins Krankenhaus und verstarb noch am selben Tag. Die beiden Männer stehen laut WHO nicht in Verbindung miteinander. Insgesamt sind 90 Kontakte der beiden Männer, inklusive Gesundheitspersonal, identifiziert worden und würden jetzt überwacht. Die Gesundheitsbehörden haben schnell reagiert und sich einen Vorsprung auf einen möglichen Ausbruch verschafft, teilte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Machidi Somoeti, mit. Ohne sofortiges Handeln könne das Marburg-Fieber leicht aus dem Ruder laufen. Bei der Erkrankung handelt es sich um ein hochansteckendes, virales hämorrhagisches Fieber aus der gleichen Familie wie das bekanntere Ebola-Virus.